Auch wenn es lächerlich klingt, alles begann mit dem WLAN-Passwort. Denn das WLAN hat die Fähigkeit, unterschiedliche Welten zu verbinden. Ares Hidalgo, aus einer Familie, die, auch wenn ich Tür an Tür mit ihnen wohne, zu einer völlig anderen Welt gehört. Benutzt du mein WLAN? Glaubst du, ich weiß nichts von deiner Obsession mit mir? Dein WLAN-Passwort, es heißt komischerweise Ares, griechischer Gott. Ist das nicht dein Nachbar? Ich hatte ihn mir größer und sympathischer vorgestellt. Wir wissen doch alle, dass Ares kein Interesse an einer Beziehung hat, die zu intim ist. Du bist nicht mal mein Typ. Ich bin das interessanteste Mädchen, das du je kennengelernt hast. Ich liebe diese neue Raquel, die ausgeht und sich dem Jetset anschließt. Ich habe noch nie sowas gefühlt. Was empfindest du für mich? Du magst sie wirklich? Ich brauche deine Hilfe nicht.